Wieder zurück in Bioshock Infinite. Ich begrüße euch zum 17. Part, den wir mittlerweile erreicht haben. Mit unserer... Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ja, mit unserer mürrischen Elizabeth. Das Gespräch haben wir ja jetzt nochmal gehört. Und jetzt schauen wir uns mal hier um, ob wir unseren Waffenschmied finden. Ob das auch völlig ohne Probleme zu bewerkstelligen ist, was ich stark bezweifle. Du hast nichts gegen uns? Oder ihr? Na gut, ich wünsche euch viel Spaß mit den kommenden Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob es einer, zwei oder drei werden. Das werden wir eben gemeinsam herausfinden. The Path of the Vox Populi. The Path of the Vox Populi. Daisy Fitzroy leads her poisonous Scheiße to ruination. Ende. Ja. Sagen sie zumindest ruination. Ach, ist auch schon wieder verdammt hübsch hier, oder? Ah, wie gleich hier wieder die Hölle losbrechen wird und man weiß gar nicht, woher es kommt. So, durchsuchen haben wir hier leider nichts. Hallo. Hallo. Oh Gott. Der Grüne da, der sieht schon wieder feindlich aus. Employees only. Oh yeah, da müssen wir runter. Ah. Fahrnadel. Hier ist ein Schloss. Und? Erledigt. Da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finkten. Und kostet uns unterwegs das Leben. Finde einen Weg, Finkten zu betreten. Okay. Schauen wir uns erst nochmal kurz hier oben um. Vermutlich werden wir hier wieder was klauen müssen, ne? Also klauen können, sag ich vielmehr. Ich weiß noch nicht, ob ich hier hinter darf. Ich glaube. Ach, guck was mal. Ist das? Das ist was? Da! Meinst du hier das Voxophon? Das habe ich schon gesehen. Ich glaube, Süßes sagen wir im Moment lieber nicht hier. Diesen Moment ja ein bisschen gereizt. Wir haben ja hier unseren Auftrag geschildert. Und es scheint dir ja wohl nicht so gefallen, verständlicherweise. So, das Voxophon nehmen wir mit und dann geht's runter zum Lastenaufzug. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Wie kommen wir nach Finkten rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Na, jetzt müssen wir uns das Voxophon natürlich nochmal anhören. Ich habe gar nichts mitbekommen. Erst babbelt hier dieser blöde Automat uns rein, dann sie und müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Ja, alles klar. Ich glaube, wir gehen... Ach du Scheiße. Und warum solltet ihr das wollen? Ach so, übrigens, habt ihr natürlich völlig recht. Wir müssen mal demnächst hier Beherrschung
auf so einen Verkaufsautomaten benutzen, ne? Ganz klar. Filmindustrie stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Okay. Ist mir eigentlich auch alles kackegal hier. Ihr Spinner. Gehen wir kurz auf die andere Seite. Ja, hier kommen wir ja wahrscheinlich nicht direkt auch runter. Also völlig egal. Ach du Scheiße. Der ist bestimmt nicht so. Oh, na klar. Das ist schon ein Leben, verglichen mit dem Glauben. Moment mal kurz. Ach nee, Beherrschung haben wir schon an. Okay. Alter! Danke. Ach, bei denen geht das nicht, oder was? Na klar, bei denen geht das nicht. Halt die Klappe. Urteil auch gleich über dich. Das heißt, den können wir gar nicht übernehmen. Ich hätte mich auch schwer gewundert, um ehrlich zu sein. Ja, die Klappe. Wie willst du mir denn das noch sagen? Was ist gebietet? Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen. Hilf, Mann! Oh, nice. Das Ding macht da übel Damage, ey. Lass die in Ruhe, Mann! Der war nice. So, unser Ding ist alle, ne? So, jetzt ist alle. Ja, immer noch nicht. Lädt sich das wieder auf oder was? Nee, oder? Wow! Oh, komm her, du Penner! Nein! Oh fuck, wo kommen die denn alle her? Lol, ey, ich dachte, das wäre der letzte. Dann nochmal. Ja, ich weiß. Oh, Kacke. Oh nee, das. Oh, was liegt denn da? Lockpick. Lol, ich hab den Lockpick voll übersehen. Guck mal, da kommen wir doch nochmal in den Raum mit dem. Sind jetzt alle böse? Ja, na klar. Oh, wie viele sind denn das? Hä? Bubble-Net! Oh cool, das lädt sich tatsächlich auf, schau mal. Geh mal weg hier! Na, die ist bestimmt unsterblich. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Ab von mir! Und? Ne, jetzt ist er leer. Na gut, dann müssen wir uns mal nach einer Ersatzwaffe umschauen. Immer, Baby. Na guck mal, diesmal hat es ein bisschen mehr Taster als nur einen. Oh, guck mal, der hat auch 20 Stück dabei. Nice. Kuchen. Lecker. So. Ah, guck mal, da war das Munition für die. Ne, für eine andere, ne? So, was nehmen wir denn mit? Bin mal für die MP, um ehrlich zu sein, aber ich habe keine Munition dafür. Ne, dann nehmen wir die Pistole mit. So, wo sind denn die ganzen Gegner hier? Es waren noch viel mehr. Karabiner? Okay, schade, dass er keinen dabei hat. Würde ich nämlich den Karabiner nehmen. So, naja, jetzt haben wir hier freie Bahn, ne? Jetzt sind sie ja alle aggro. Können wir nämlich das ganze Zeug nochmal durchsuchen. Oder? Naja, nicht ganz. Okay, Schätzchen. Nicht böse sein. Weiblich. Wunderbar. Noch ein Lockpick. Lol, was ich gar nicht übersehen habe. War der eben auch schon da gelegen?
Eieiei. Aber jetzt kommen wir hier rein. Elisabeth, hilfst du mal? Echt? Dieses olle Schloss? Ja, hä? So. Danke. So, etwas Infusion her, aber schnell. So, jetzt sind wir aber voll mit dem Schild, ne? Es geht nichts mehr. So, dann gehen wir jetzt auf mehr Leben. Ich fühle mich schon besser. Oh, ist schon ganz angenehm. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Salbengeschütz. Was ist das denn? Ach, das ist dieses Ding, ne? Oh, haben wir nicht so viel Schuss für? Okay, ich nehme alles zurück. Also, ich finde die schon cool, die Waffe, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und die werden wir mal behalten. Erstmal. Was, Panzerfaust? Habe ich da gerade Panzerfaust gelesen? Nee, Pistole, ne? Okay, dann haben wir jetzt aber hier alles durchsucht. Die Infusion Gott sei Dank doch mitbekommen. Und dann gehen wir jetzt nochmal da runter zu den ganzen Affen. Dem Ding können wir leider nichts machen. So, naja, da hat es zumindest was Gutes gehabt, dass wir gestorben sind, ne? Muss man ja mal sagen. Hallo? Ihr Spinner? Gucken wir ganz kurz. Wir müssen ein bisschen sorgfältiger werden. Aber man hat halt manchmal auch so Stress, ne? So. Hier noch irgendwas? Lockpick. Nice. Da ist der Lastenaufzug, nehme ich mal an. Da ist noch eine Infusion. Oh yeah. Really nice. Hm? Nix. Hm. Ah. Guck mal hier. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Probieren wir jetzt mal aus, oder? Oh yeah. Was bringt das? Was bringt das? Ach, das kostet wie eine... Oh, guck mal. Oh, oh, oh. Das kostet fast gar nichts mehr. Lol. Spottbillig, der ganze Kram. Den nehmen wir direkt mal mit hier. Salze, 100%. So. Eine Dame mit Sinn für Werte. Das gefällt mir. Wanted. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Hier ist etwas Geld. Bitte ja. Sehr. Oh nice, das ist durch den Türraum geschmissen. Muss man erstmal drauf haben. Oh, was ist das? Gucken wir erstmal hier. Ja, was ist denn das? Das ist ein neues, das ist eine neue Kraft, oder? Nee, das ist eine fette Salzflasche. Eine Schrotflinte? Nee, danke. Nee, die Schrotflinte wollen wir nicht haben. Au, au, nur ein Pick. Sieht einfach aus. Oh, nice. Nur ein hier Lockpick wird benötigt. Das ist natürlich nice. Das nehmen wir sofort mit. Bitteschön. Dankeschön. Oh, 192 Dollars. Silver Eagle natürlich, nicht Dollars. Blöd, dass die Dollar Bills heißen, die Typen. Aber Eagle Bill würde auch dumm klingen, das stimmt schon. So, hier noch was. Das ist aber auch vertrackt versteckt hier, das Zeug. So, was ist hier? Was gibt's hier? Upgrade, so. Das heißt, wir ballern jetzt hier Gelumpe drauf. Ja, dann gehen Sie lieber weiter. So, aber es ist trotzdem nicht billiger, schaut mal. Oder? Das hat doch eben auch 385 gekostet hier. Präzisionsgewehr, den Schaden, ne. Die Streuung von der vom MP ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Schrotflinten, ne. Salvengeschoss. Geschütz, mehr Schaden. Verringert die Nachladezeit der Schrotflinte, ist natürlich auch geil, ne. Feuerrate des Präzisionsgewehrs um 100%. Boah. Der Pistole, Reservemunition ist auch cool. Maschinengewehr, Magazingröße, okay. Rückstoß vom Präzisionsgewehr ist aber auch nice. Ich glaube, ich will den Rückstoß haben. Ja, damit verringert den Rückstoß des Präzisionsgewehrs um 50%. Genau, dabei werden wir es erstmal belassen. Erstmal.
So. Gehen wir mal wieder auf Electricity hier. Ach guck mal, die bleiben sogar alle grün. Schau mal, wenn man die einmal umgepolt hat. Aber hier, die Salzbulle nehmen wir mal mit. So, wunderbar. Ach so, die macht gar nicht voll. Schmu. Eine Gatling Gun. Nehmen wir die Gatling Gun mit. Im Tausch für das Salbengeschütz. Sorry, ich muss ein bisschen aufstoßen. Ich trinke hier gerade Bier. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Das ist schön, Schätzchen, ich komme gleich. Muss ich kurz überlegen, nehmen wir das mit oder nicht? Wie viel Schuss haben wir denn? 16 Schuss. Komm, wir behalten das Salvengeschütz, ich finde das schon cool. Lockpick, wo denn, Schatz? Ist da drinnen? Danke. Silber Eagles, den nehmen wir auch mit. Was denn jetzt? Schon wieder was gefunden? Bin ich blind oder was? Ist doch gar nichts, oder? Nee. Aber gut, dass du dich umschaust, Schätzchen. Machst das sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir alles durchsucht, oder? Können wir weiter? Bestimmt wieder was liegen lassen. Kann ich mir vorstellen. Geldtasche. Die nehmen wir mit, natürlich. Oh ja. Ganz ordentlich Taster drin, ne? Ich glaube, ein paar 50 oder 60 waren es. Maschinengewehr. Nö. Geldbörse. Silber Igel und noch ein Lockpick. Geil. Okay, dann kommen wir ja hier in den Lastenaufzug, oder? Ah ja, hier. Brumm! Auf das Ding hier. Booker, da ist Slates Schrank. Oh. Er muss hier gearbeitet haben. Okay. Das Tagebuch meiner Mutter. What? Wieso hat es Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, dafür werde ich sorgen, Schätzchen. Oh, schau mal, ihr Kleid ist hier kaputt. Voll der Riss dran. Oh Mann, Schätzchen. Es wird alles wieder gut. Sind wir jetzt wieder hier, Freunde? Oh, hören wir uns mal das Voxophon an. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht gelähmt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Komm rein, Schätzchen, wir müssen los. Oh Gott, es geht nach unten. Ich wittere... Ich grüße euch. Hölle. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Aha. Okay. Sollen wir da rangehen? Vielleicht sollten sie rangehen. Huh. Okay. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ja, merkwürdig erfreut. Genau, das trifft's. Oh, scheiße. Tja, der Mann hat ein Ego. Oh, geil. Ich bin jetzt mal einen Moment ruhig. Thank you.
bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind. Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Okay. Okay. Hallo? Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Ja. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Ich weiß es noch nicht, was ich davon zu halten habe. Süße, aber ich glaube, wir werden es ziemlich bald herausfinden. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Uhrenladen, oder? Wo ist der Uhrenladen? Ach, guck mal hier. Haken und so. Acht Minuten sind geboten. Siebeneinhalb Minuten. Sechs Minuten. Hä? Sechs Minuten. Fünf Minuten 50. Ich schaff's in 55. 55. Ich sagte 55. Jemand unter 55? Der Kohlentransport geht an den Arbeiter im blauen Hemd. Ach so. Okay. Hier wird Arbeit versteigert, sozusagen. Lol. Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14. 14. Wir stehen bei 14 Minuten. 10. 10. 10. 59. 59. Jemand drunter? 9 und 10. 9, 10. 9. 9. 9. 8, 33. Ich höre 8, 33. 8, 33. 8, 33. Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Okay. Ich brauch den. Ach du Scheiße. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Hä? Ernsthaft? Jetzt kriegt er den Job oder was? Weitere Jobs für heute. Geht heim. Lol. Nein, ich brauch den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit. Los, Arbeit. Arbeit. Verschwindet. Geht nach Hause. What the fuck? Was ist das? Hä? Was zum Geier, ey? Historiker berichten, der Maler. Hallo, geht's dir gut? Für seine Kunst kein Geld. Und ja, ich glaube, ich nur bewusstlos, oder? Aber auch mit offenen Augen. Nur annehmen, wenn man ihm nur tut es ja nicht, er zwickert noch. Also, haltet Geld und Beruf stets auseinander. Geld und Beruf ist zwangsläufig dasselbe, oder nicht? Wo muss ich denn jetzt zuerst lang? Was ist denn hier? MP. Ne, die will ich erstmal nicht haben. Ich will den Revolver ausprobieren. Ach, guck mal hier. Ein Pick benötigt. Ich bräuchte hier Hilfe. Echt? Dieses olle Schloss? Ja, du doch nicht immer so. Mach auf. Erledigt. Saufen werden wir jetzt nicht müssen. Erstmal. Und ich spüre Secrets hier in dem Raum. Irgendwas Tolles bestimmt. Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Ja. Okay. Das sieht aus, als hätten wir es in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Wo, was? Good Time Club. Okay. Alles klar, Good Time Club. Mal gucken. Dann kommen wir später nochmal wieder hier zurück. So. Gucken wir mal ganz kurz hier hin. Hallo? Alles gut bei dir, Kumpel? Bei dir? Ich hoffe, ihr denkt nicht an Selbstmord. Das sieht nämlich danach aus hier, so wie ihr da rumhockt.
So, na gut, dann gehen wir mal zum Good Time Club, wenn wir ihn finden. In letzter Zeit kommen mir eine Menge Lockpick, oder? Komischer Ideen. Komm nicht hin, ich komm nicht hin. Achso, so eine Silberide. 8-Stunden-Tag, Lohnfortzahlung. Das sind Anarchistenbombe, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers. Der Genosse des Mangels. Und der nach Shantytown. Nee, da wollen wir erstmal noch gar nicht hin. Wir wollen zum Butchern, glaub. Wo immer der sein soll. Und euren Lebensunterhalt tritt. Rekrutierungszentrum für neue Arbeiter. Dein Leben im Wohlstand beginnt heute. Naja. Wie man es nimmt, ne? Ach, guck mal, $32. Eagle. Wo sind jetzt der blöde Good Time Club? Zum Fabrikeingang? Ne, das wollen wir auch noch nicht. Was ist hier? Hier ist das Booker. Ah! Shen Lin. Waffenschmied. Ja, da wollen wir ja noch nicht hin. Wir wollen das zum Good Time Club, Schatz. So, oh, hier liegt nochmal Sniper. Munition. Karabiner. So. Was ist das hier für ein Automat? Schadenserhöhung. Vielleicht haben wir irgendwas gleich für einen Revolver. Mal gucken. Salze. Scheiße, wir haben nichts für einen Revolver im Moment. Aber bestimmt bald. Einen Marienkäfer. Ich habe Geld gefunden. Oh yeah, nice. Danke. Danke dir. Oh ja, das war ja gar nicht mal so wenig. Salz haben wir voll. Wir sind in der blöde Good Time Club. Wir gehen gleich zum Schmied. Aber wir müssen erst zum Good Time Club. So, hier kommen wir nicht rein. Kriegst du es auf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Okay, das heißt, du kriegst es nicht auf. Das hättest du einfach mit Nein beantworten können. Hä? Was? Was? Warum? Ihr Penner! Aber zwei Schuss auf den Körper. Oh, nice. Nee. Oh nice. Was ist das hier? Medizin-Kit? Fertig. Danke, Süßer. Gibt's die umsonst hier oder was? Ah, brauchen wir mit gar nicht. Oh nee. Ist das hier Salz haben wir voll? Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt gar keinen Kampf anzetteln, um ehrlich zu sein. Der Good Time Club. Nice. Oh, was liegt da? Nix. War bloß eine optische Täuschung. So. Okay. Lol, ey. Sind die eigentlich verarscht oder was? Geht nicht drüber, Mann. So, ab. Hat die Magnum, die hat schon drauf. Also, der Revolver hat drauf. So, ja, es tut mir leid, ne? Es ist ein bisschen wenig Action. Der erste Part, der dürfte jetzt demnächst bald zu Ende gehen. So. Aber ich kann jetzt auch nichts dran ändern, dass es dass nichts los ist. Bisschen umgucken muss ich mich ja auch, ne? So, da oben liegt noch eine Werkzeugbox. Komme ich nicht hoch? Warum denn nicht? So, doch.
So. Aber da haben wir ja jetzt durchsucht. Das blendet ganz schön. Schaut mal hier. Oh, gehen wir mal da hoch? Nur die Ruhe. Alles in Ordnung hier. Ah ja. Ich glaube auch, dass du alles im Griff hast. Ach, guck mal, was hier. Ah. Okay. Kohlen. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Ach, unter uns ist der, ne? Ah, guck mal, ein Buchsikon. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Okay. Gesundheitskits, nee, das brauchen wir nicht. Wir sind ja voll, voll. Hier, für die Kasse. Yeah. Prima. Danke, Schätzchen. Gucken wir ganz kurz hier noch in die Ecke rein. Hm. Was denn? Hast du was gefunden? Nee. Gut, dann gucken wir uns mal hier. Wir müssen uns so ein bisschen umgucken jetzt, bevor wir in den Good Time Club gehen. Wieder der Schmied, ne? Da können wir wohl jetzt nicht rein. Ah. Naja, man könnte da schon rein, ne? Lol. Wie sie da einfach durchglitscht. Haben wir nicht gesehen. Sind sie alle abgehauen hier, die ganzen Arbeiter? Als ob ich denen was tun würde. So, ein bisschen Salz wieder bekommen. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mal in den Guttag rein. Nee. Wir sind wieder da. Hurra, hurra, hurra. So. Hier nochmal reinschauen. Oh. Ach, guck mal, das Ding habe ich ganz vergessen. Naja. Komm, Schild, lade auf. So, tschüss. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Achso, da geht's in die Schmiede, ne? Oder? Ich glaube, das war die Schmiede, oder? Da stand sie doch vor uns davor. Hab ich recht? Ja, genau, das ist die Schmiede. Ich glaube, wir gehen erst in den Good Time Club. Fragt mich nicht, warum. Ich glaube, wenn wir erstmal in der Schmiede drin sind, kommen wir nicht mehr zurück. Hoffentlich liege ich damit richtig. Ach so, wir müssten das betreten. Na gut, dann machen wir das gleich später. Dann gehen wir erst in die Schmiede. Erst in die Schmiede. Lololololo. Wir haben gar nicht mehr so viel Munition für den guten Revolver. Aber ein bisschen macht das noch. So, guck mal, ein Voxophon. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Ja, so sieht's wohl aus. Der große Chen Lin, seit 1905 Waffenschmied und Maschinenbauer. Ach so. Ne, dann gehen wir natürlich erst in den Good Time Club. Keine Frage. Was war da nochmal zu holen? Irgendwas, was war denn da nochmal? Irgendwas müssen wir da holen? Ach so, hier, was war da noch gleich? Dingsbums müsste da zu finden sein. Wie heißt's? Oh, sag doch noch gleich, wie heißt das Codebuch. Genau. Gut, dann rein da.